Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Der Tanz der Schamanen. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Hier geht es um diesen Tanz, Angst loszuwerden. Und wir klären, was für Angst, woher kommt es und was können wir verbessern. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung der Tanz der Schamanen 25 Euro. Mieloria ist die mediale Name. Liebe Mieloria, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen, ich möchte mich bedanken für deine Treue und auch für diesen Auftrag. Du warst als Kind oft alleine gelassen. Und das ist eine Urangst in dir, Angst, verlassen zu werden. Und vor einigen Monaten wurdest auch von deinem Partner verlassen. Und du möchtest wissen, was könntest du dafür tun, angstfrei leben. Als erstes möchte ich dir einen Satz sagen, was ich für mich verinnerlicht habe. Und das unterstützt mich auch in meinem Lebensweg. Und das möchte ich dir weitergeben. Die Menschen, die zu dir gehören, die begleiten dich in deinen Lebensweg. Und die Menschen, die nicht zu deinem Leben gehören, brauchst du nicht. Bleib in diesem Vertrauen. Dann ist es auch wichtig, in inneren Ruhe und inneren Gleichgewicht bleiben. Es ist einfacher gesagt als getan, aber ich möchte das bei dir beschreiben durch diese Elemente. Wir haben vier Grundelemente und das ist Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und wir brauchen alle vier Grundelemente. Aber in unserem Geburtshoroskop ist es eher selten, dass das so schön verteilt ist. Das ist Ungleichgewicht. Und wenn wir damit bewusst sind, was fehlt, dann haben wir die Balance, das innere Gleichgewicht. Natürlich kommt auch Einflüsse von außen und dazu kommt noch unser eigenes Energiefeld. Das müssen wir auch betrachten. Und ich starte erstmal mit unserem eigenen Energie. Wir Menschen haben ein Energiefeld, was uns umhüllt. Dieses Energiefeld ändert sich ständig. So wie unsere Gedanken, Gefühlen, unsere Stimmungen sich tagtäglich ändern, so ist diese Veränderung. Dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und besteht aus Fühlen. Gedanken umändern ist viel einfacher als die Gefühle zu verändern. Weil das Gefühl wie Angst zum Beispiel ist einfach da. Aber wenn wir unserem Denken umlenken oder unsere Orientierung und unsere Kraft setzen wir in eine andere Richtung ein, etwas, was uns begeistert, dann wird die Angst immer weniger.
Und das hilft auch. Diese Energiefeld, was uns umhüllt, hat eine wichtige Funktion. Das ist die Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, ein sehr wichtiges Gesetz. Das Gleiche zieht Gleiche an. Natürlich, wenn du Verlustangst hast, ziehst du solche Situationen und Menschen auch, wo du verlieren willst. Weil das ist wie programmiert, das Ganze. Also achte ganz bewusst auf deinen Gedanken und auch auf deinen Gefühlen. Aber wenn das so tief in dir sitzt, diese Urangst von Kindheit, weil du oft verlassen wurdest, alleine gelassen wurdest, natürlich ist das nicht so einfach, so zu tun, wenn das nichts wäre, aber hilft auch die Gedanke, das, was mal war, kommt nicht mehr zurück. Warum sollen wir dann aufhalten auf solchen Erinnerungen? Und versuche, den Tag zu genießen, den Tag zu gestalten. Dann braucht man gar nicht so viel Gedanken machen über die Vergangenheit und über die Zukunft. Geht alles einfacher voran. Und jetzt schauen wir bei dir die Elementenverteilung und das von deinem Geburtshoroskop. Aber bevor ich starte, möchte ich noch deine persönliche mediale Botschaft vermitteln. In deinem Inneren bist du sehr stark. Aber diese Kraft ist wie verschlossen. Wenn du das entdeckt hast, dann gibt es dir ein gutes Gefühl. Wenn du das unterdrückst, fühlst du dich hilflos. Mach dir nicht so viel Gedanken über die Vergangenheit und dein strahlendes Lachen beeindruckt anderen Menschen und auch dein Stolz. Deine große Liebe wird kommen. Das war die mediale Botschaft. Ich habe die indische Astrologie vor mir und dazu muss ich immer wieder erwähnen, die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Die indische Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Diese Bewegung ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten und sogar Jahrtausenden macht diese Bewegung was aus und es wird berücksichtigt, das nennt man Präzession. Also sie berechnen die Horoskope anders, also nicht wundern, dass das nicht identisch ist mit unserer westlichen Astrologie. Du hast Aszendent Krebs, allerdings im Grenzbereich, zwischen Zwillingen und Krebs. Und bist auch im Krebs geboren, natürlich als Krebsgeborenen. Und mit Aszendent Krebs brauchst du ein Nest. Und weil du in deiner Kindheit oft verlassen wurdest, alleine gelassen wurdest, es war die Wärme nicht da. Wer hätte dich dann gewärmt in diesem Nest? Das fühlt sich an, wie aus dem Nest geworfen zu sein oder entwurzelt zu sein. Man fühlt sich dann verlassen. Und als Kind ist man natürlich ausgeliefert und hilflos. Und als Krebsgeborenen und sogar mit Krebsaszenden, was auch deine Kindheit auch symbolisiert, weil das war dein Geburtsmoment, mit dieser Energie bist geboren, ist für dich das enorm wichtig. Aber versuche dieses Nest bauen in dein Inneren. Ein Tempel.
Und dann ist dieser Tempel deine Oase. Gestalte nach deinem Gefühl. Und das heißt, wenn du mal einen ruhigen Moment hast, zieh dich zurück, schließe deine Augen und stell das vor, dieser Tempel. Stell vor, dieser Raum. Und es ist deins. Dann fühle dich zu Hause. Dann hast du den Zugang zu deiner inneren Sonne, zu deinem Inneren. Und diese inneren Sonne wärmt. Und hast einen Zugang zu deiner Intuition. Und in dem Moment öffnet sich etwas Wunderbares. Und das ist Gott. Und dann fühle diese göttliche Energie. Und dann erfüllt dich diese Liebe. Und diese Liebe, diese göttliche, ist immer da. Weil Gott hat dich nie verlassen. Niemals. Dann fühlst du dich beschützt. Und dann spürst du diese Wärme. Und das ist dein Nest. Und mach bitte diese Übungen. Jetzt schauen wir mal bei dieser Legung, der Tanz der Schamanen, die Elemente an. Hier die Feuerelement. Natürlich brauchen wir die Feuerelement, weil das ist die Wärme. Das wärmt uns. Aber Feuer bedeutet noch etwas. Bewegung. Feuer bewegt sich immer. Und das bedeutet auch die Begeisterung. Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und das in Bewegung setzen. Und das ist auch Kraft und Mut. Weil oft sind das Neuigkeiten. Aber wenn die Begeisterung da ist, dann sofort umsetzen in Tat. Und das ist diese Leidenschaft, das ist die Feuerelement. Dann brauchen wir einen festen Boden unter unseren Füßen, weil wir leben die Realität. Wir brauchen Arbeit, wir brauchen Geld, wir brauchen Nahrung, wir brauchen ein Zuhause, wir brauchen Schutz, Sicherheit, Stabilität. Und das vermittelt die Erde-Element. Dann brauchen wir Luft zum Atmen. Das bedeutet vieles loslassen, was uns bedrückt, sonst fehlt die Leichtigkeit. Und wir müssen auch mal fliegen können. Und das ist die Luft-Element. Und dann kommt die Gefühle, das Unbewusste, unsere Träume, unsere Visionen, unsere Sehnsüchte. Das ist Wasserelement. Natürlich, wir brauchen auch Wasser zum Trinken. Und wie verteilt sich diese Elemente in dein Horoskop? Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Und die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement. Und ich setze die Sonne hier zum Wasser. Dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Das bedeutet, die beiden liegen gegenüber, Sonne und Mond, und du bist ein paar Stunden nach Vollmond geboren. Mars befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Zwillinge, und die Tierkreiszeichen Zwillinge gehören zum Luftelement. Ich setze Mars hier zum Luftelement. Merkur befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Krebs, Wasserelement. Merkur ist rückläufig. Das heißt, hier hast du karmische Themen. Merkur bedeutet Handlungen, handlungsfähig zu sein und Gesprächen. Lernen auch mal über Gefühle zu sprechen. Und es muss nicht immer die Liebe sein. Wir haben auch mal Wut. Und das sollen wir auch nicht unterdrücken. Sondern wenn wir wütend sind, dann haben wir das Recht, das direkt zu sagen. Ohne Schuldgefühl, ohne schlechtes Gewissen
weil der andere könnte verletzt fühlen. Man muss den richtigen Ton anwenden, weil den Ton macht die Musik. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und das gehört zum Luftelement. Ich setze hier zum Luftelement. Venus befindet sich auch im Tierkreiszeichen Zwillinge, gehört auch zum Luftelement. Ich setze Venus auch zum Luftelement. Und Saturn erdet. Saturn gibt uns die Struktur, bringt alles in Form. Saturn setze ich in die Mitte. Dein Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, auch Wasserelement. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören auch in Wasserelement und zeigt dir den Weg, wo du dein Mitte findest, wo du die Stabilität, die Halt findest. Und das ist die Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen besteht aus zwei Fischen. Astronomisch auch. Astronomisch heißt das die südlichen Fisch und das nördlichen Fisch. Die eine Richtung ist die ängstliche, wo es ständig an sich selbst zweifelt und Angst blockiert. Angst macht uns unbeweglich, die größte Stolperstein überhaupt in unserem Leben. Mit Angst geht nichts voran. Deswegen ist es so wichtig, angstfrei leben. Auch wenn in unserer Welt vieles passiert, was Angst auslöst, brauchen wir auch eine Lösung. Wir sollen uns informieren, das mache ich auch, aber ich halte damit nicht auf, sondern ich schaue was anderes an. Wie zum Beispiel schöne Länder oder Kunst, etwas, was mich bereichert. Das ist ein schönes, beruhigendes Gefühl. Das noch dazu, weil es gibt auch Einflüsse von außen. Und da müssen wir auch Gedanken machen, wie viel lassen wir zu, weil das wirkt auch. Also, das heißt, Saturn befindet sich in die Mitte. Und das erdet und zeigt die Richtung und das ist die Tierkreiszeichen Fischen. Und wie ich schon sagte, die eine Richtung wäre diese ständigen Angst und Zweifel, das ist die falsche Richtung. Aber die andere Richtung, die zweite Fisch, zeigt was Wunderbares. Weil hier liegt die Reichtum verborgen. Dieses Geheimnis ist in Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist nicht nur die finanzielle Reichtum, das auch, sondern auch die inneren Reichtum. Und das bedeutet, ein Traum zum Haben, eine Vision, eine Vorstellung. Damit beginnt das alles, so wie in Schöpfung auch. Eine Idee, eine Vorstellung. Und dann die Kraft dazu. Die Energie, Kraft ist Energie. Energie lenken. Und wenn wir davon überzeugt sind, das ist dann die Überzeugungskraft und das Vertrauen, dass das richtig ist, weil das übereinstimmt mit unserer Intuition. Und dann die Glaube. Und das Glaube ist großartig. Glaub an dir selbst. Glaub an die Liebe. Glaube an ihn. Glaube, dass er zurückkommt. Glaube an diese Liebe und glaube an Gott. Und dann ist das Wichtigste loslassen, geschehen lassen, ohne Angst, ohne Zweifel. Weil das raubt unseren Träumen. In dem Moment platzt den Traum. Ohne Angst, ohne Zweifel, ohne Schuldgefühl, ohne Eifersucht. All diese Gefühle sind Gift in unserem Körper. Und dann geschehen lassen.
Und dann passiert Wunder. Genau das bewegt sich. Weil wir selbst bestimmen unserem Schicksal mit unseren Vorstellungen. Wir sind die Schöpfer unserem Leben. Und das, was dir Saturn belehrt, eine großartige Lehrmeister. Und Saturn ist der Planet des Schicksals. Lenkt unseren Schicksalswegen, unterstützt uns, dass wir das richtig machen. Und auch der Planet der Karma. Und jetzt zu diesen Elementen. Du siehst sofort die Verteilung. Die Luftelement ist betont. Das ist die Leichtigkeit, manchmal Leichtsinnigkeit. Und betont auch die Wasserelement, deinen Gefühlen. Mond unterstützt dich, dass du die Sicherheit, Stabilität verspürst, aber es fehlt etwas. Es fehlt die Feuerelement. Und das ist die Mut, das ist die Kraft, alles, was in Bewegung setzt. Und wie setzt du das um in Tat? Das ist die Fischenenergie. Das, was ich beschrieben habe, die richtige Richtung. Sei von deinem Traum, von deinen Vorstellungen begeistert. Dann diese Überzeugungskraft, diese Kraft, diese Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein davon, ist auch Feuerelement. Wenn du das dazu fügst, zu deinen Gefühlen, zu deinem Leben, dann hast du die Verteilung, dann hast du die inneren Gleichgewicht. Und Saturn gibt die Sicherheit, Stabilität, zeigt uns, wie das geht. Und so findest du den Balance. Es gibt karmischen Knoten. In indischen Astrologie heißt es Rahu und Ketu. Das ist eine Drache. Und Drache spuckt Feuer, aber nicht die Drachenschwanz, die vergangenen Leben, weil das symbolisiert das frühere Leben. Da ist nicht viel Feuer spürbar. Nein, wo spuckt die Drache den Feuer? Im Kopf, die Drachenkopf, das ist auch Sonnenenergie, aber auch die schöpferische Kraft. Die Begeisterung, die Wärme, die Liebe. Und das wäre die Richtung, auch in dein Horoskop. Das heißt, wir haben zwei karmischen Knoten. Die absteigende Mondknoten, so heißt es in westlichen Astrologie, die indischen Astrologen sagen dazu Ketu, das ist die Drachenschwanz. Das symbolisiert das frühere Leben. Und das befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Waage. Da kennst du dich aus. Natürlich ist die Waage wunderschön. Wie soll das sonst sein mit Venus-Energie? Über Tierkreiszeichen Waage herrscht die Venus. Das ist alles schön harmonisch. Das ist die Schönheit, Ästhetik, Kunst, Kreativität, Harmonie und Frieden. Wunderbar. Die einzige Nachteil ist, wenn du immer diesen Frieden wahrnehmen möchtest und alle versuchst, recht zu machen. Und es geht nicht. Du kannst nicht alle Menschen recht zu machen. Und du sollst dich auch mal wehren. Und dieses Bedürfnis hast du nach Harmonie und Schönheit. Und da bist du rausgerissen, weil du sollst einen anderen Weg gehen, weil für dich ist ein anderer Schicksalsweg bestimmt. Und das ist die Tierkreiszeichen Widder. Und über die Tierkreiszeichen Widder herrscht Mars. Und Mars ist nichts anderes in griechischer Mythologie als Ares, der Kriegsgott. Das bedeutet nicht Kriege führen, sondern uns behaupten im Leben, uns durchsetzen im Leben und mutig zu sein. Die Tierkreiszeichen Widder gehört zum Feuerelement.
Und das ist die Begeisterung. Ich bin in Tierkreiszeichen wiedergeboren, also ich weiß, wovon ich rede. Wenn mich etwas begeistert, ich habe gar keine Zeit überlegen, ob das gut oder schlecht oder ich kann gar nicht warten, sondern ich starte sofort mit einer Begeisterung. Mich kann man gar nicht bremsen. Und das ist die Widder, das ist dieses Feuerelement. Und das ist dein karmischer Weg. Das ist die Richtung. Und dein alter Karma, diese Ketu in Tierkreiszeichen Waage, befindet sich in dein Horoskop im tiefsten Punkt des Horoskopes. Wenn ich das mit einem Baum vergleiche, und ich vergleiche immer wieder ein Horoskop mit einem Baum, dann dieser tiefste Punkt des Horoskopes ist die Wurzel. Da fühlt man sich verankert. Und jetzt bist du karmisch gesehen da herausgerissen. Und das begleitet dich in dein Lebensweg ständig, verlassen zu werden, alleine gelassen zu werden. Aber in deiner Entwicklung, in deiner karmischen Entwicklung unterstützt dich das, weil genau das, was du brauchst. Und vielleicht sogar im Elternhaus, deine Seele hat nicht umsonst dieses Elternhaus ausgesucht, weil du brauchst diese Lebenserfahrung. Und dann kommst du in einen neuen karmischen Weg, in eine neue Richtung, und das ist die Tierkreiszeichen wieder. Und Tierkreiszeichen wieder heißt erstmal, ich bin's. Bei Tierkreiszeichen Waage kommt wir sind. Und das ist diese Identität, diese Stärke an selbst. Das ist Tierkreiszeichen wieder. Dann kommt die nächste Feuerelement dazu, die Tierkreiszeichen Löwe. Ich stelle mich in die Mitte. Mich soll jeder bewundern, wie toll ich bin. Das ist Löwe. Und das entspricht ihrer Natur. Warum ist das so? Weil die Sonne herrscht über die Tierkreiszeichen Löwe. Und die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Ganz klar, so fühlen sich die Löwen geboren. Sie sind auch das Zentrum bei Menschen. Die brauchen diese Bewunderung. Sie setzen sich immer in die Mitte. Die sind immer wahrgenommen. Ein Löwe-Mensch kann es nicht übersehen. Die dulden das auch nicht, weil das ist ihren Platz, das ist ihren Privileg und sie holen das auch. Und in deinem Horoskop befindet sich die Tierkreiszeichen Löwe im Bereich der Werte. Das ist Selbstwertgefühl und auch Wertschätzung. Hängt energetisch auch sogar mit den Finanzen zusammen. Also achte auf deinen Werten und stell dich mal in die Mitte. Und andere sollen dich bewundern. Und sei mutig und starte etwas, was dich begeistert. Und dann kommt die große Abenteuerreise. Und das ist die Tierkreiszeichen Schütze. Eine große Reise, das Welt ist so groß, so viel ist zum Entdecken. Ja, sie manchmal laufen ziellos rum und suchen ihren Platz im Leben. Aber wenn die Schützengeborenen klare Ziele haben, dann haben sie Glück im Leben. Daran liegt die Geheimnis, die Schützengeborenen. Die sind ein bisschen orientierungslos, aber immer begeistert von etwas in ständigen Bewegung. Aber wenn sie klare Ziele haben und genau die Richtung zeigt die Schütze, das ist das Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und da sind unsere Wünsche. Wenn sie die Schützengeborenen ihren Herzenswunsch leben und das als Ziel setzen und konzentriert bleiben in die Richtung, dann haben sie ein glückliches Lebensweg. Und ich habe erzählt, diese drei Tierkreiszeichen, was zu Feuerelement gehört, wie der Löwe, Schütze, weil das, was dich unterstützt, dann hast du das innere Gleichgewicht, dann hast du das Ganze in dir.
Und wie du das umsetzt, unterstützt dich die Saturn-Einfluss in Tierkreiszeichen Fischen. Natürlich, das kommt noch dazu, weil davon, von Tierkreiszeichen Fischen, lernst du etwas. Und so schließt den Kreis. Dann hast du diese Ganzheit. Wenn du diese Schritte machst und bist du ganz oben angekommen im Krone des Baumes, die Wurzel habe ich beschrieben. Die Wurzel des Baumes ist die Tierkreiszeichen Waage, wo du karmische Erfahrungen gemacht hast. Jetzt bist du da rausgerissen, jetzt geht in eine andere Richtung, das ist die Tierkreiszeichen wieder und das ist der höchste Punkt des Horoskopes. Das heißt, das ist die Krone des Baumes. Dann hast du alles erreicht. Dann bist du schon oben angekommen und in dem Moment kommt die Liebe. Weil das steht in Verbindung zu dem Tor, was öffnet sich in die Liebe-Partnerschaft. Weil da ist dein Mond und Mond symbolisiert deinen Gefühlen. Dann hast du einen inneren Gefühlszustand, die Zufriedenheit und hast auch die Wertschätzung, die Selbstliebe erlebt. Und kommst zu dieser Harmonie in dem Moment, wenn du dieses inneren Gefühl hast, diese inneren Ruhe, diese inneren Gleichgewicht, Mond öffnet sich den Tor zu deiner Liebepartnerschaft. Mond befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Steinbock und es wird auch ernst genommen, deine Liebe. Das ist die Ernsthaftigkeit, die Tierkreiszeichen Steinbock. Und auch Realität, das ist Erdelement, das ist Realität. Aber du hast diesen Prozess und wenn du oben angekommen bist, im Krone des Baumes, dann öffnet sich diese Tür. Ich habe diese Beratungsvideos in zwei Teilen. Jetzt habe ich den ersten Teil erklärt, wie dich die Elemente verteilt sind in dein Horoskop. Und ich habe jetzt noch einen zweiten Teil, wo ich besetze diese Plätze mit anderen Karten, was dir unterstützen, wo findest du das? Wo findest du die Feuerelement, die Begeisterung? Wo hast du die Stabilität, die Erdelement? Wo kommst du zum Leichtigkeit, die Luftelement? Und was hilft dir, deinen Emotionen in Ruhe zu bringen? Weil dieser Ozean symbolisiert unsere Gefühle. Das soll ruhig sein, weil in diesem Ruhe liegt die Kraft. Also jetzt übergehen wir in den zweiten Teil, wo ich das dann erkläre. Liebe Mieloria, jetzt sind wir im zweiten Teil. Erstmal betrachten wir die Basis, die Fundament. Und das ist die Erdelement. Und diese Erdelement bedeutet Sicherheit, Stabilität, einen festen Boden unter unseren Füßen. Die erste Karte, diese Münzen, haben auch einen Bezug zum Erdelement. Und das ist immer die Gebende. Und du bist hier die Damen und du verteilst etwas. Du gibst und gibst und gibst. Das ist nicht nur die Finanzen, das kann auch Aufmerksamkeit sein oder Liebe oder Zeit, Kraft, Energie. Und wenn das einseitig ist, dann fühlst du dich ausgenützt. Und hier in dieser Karte, was dir vermittelt wird, ist wichtig, die Entscheidungen treffen. Wer hat das verdient, dass du dich einsetzt, dass du da Energie lenkst oder Zeit für diese Person nimmst und wo fühlst du dich ausgenützt? Wo du dich ausgenützt fühlst, dann sollst du von diesem Kontakten verabschieden. Die zweite Bedeutung dieser Karte ist die Erinnerungen an die Kindheit.
Diese Erinnerungen sollst du bewahren, all das, was für dich schön und angenehm war. Und versuche das aus dem karmischen Blickwinkel betrachten. Deine Seele hat dieses Elternhaus ausgesucht, weil du brauchst es zum Wachsen, Verändern in dein Leben. Also für dich war das eigentlich wertvoll. Natürlich verstehe ich deine Angst und deinen verletzten Gefühlen, aber diesen Gefühlen versuche es loslassen. Für dich war das in diesem Zusammenhang Karma, dieses Elternhaus wertvoll, weil die haben genau das dir vermittelt für deine Seele, was du brauchst. Die zweite Karte zeigt hier die Herzenswärme. Und das, was dir auch diese Stabilität gibt, Menschen, die dir diese Wärme geben, die Verbindungen so aufbauen. Und du hast auch was zum Bieten, weil du hast auch diese Hilfsbereitschaft, diese Herzenswärme. Also pflege diese Kontakte. Die Kelchen hier symbolisieren die Gefühle und das hat auch mit Liebe etwas zu tun. Und das Kind symbolisiert Neuanfang. Neuanfang in die Liebe. Und diese Zahl 10 bedeutet auch eine neue Phase. Und das sollst du verinnerlichen, dann fühlst du innerlich das auch diese Stabilität. Weil diese Liebe kommt, das ist deine Zukunft. Und die dritte Karte bedeutet die inneren Feuer. Wenn in deiner Umgebung alles so hektisch ist oder fühlst du dich verlassen und das ist kein angenehmes Gefühl, dann such einen Platz in deinen Inneren und baue diesen Tempel auf. Und dein Tempel braucht auch die Feuer. Die Feuer reinigt und die Feuer hat mit Wärme etwas zu tun, mit unserem Herz etwas zu tun. Außerdem ist auch die Begeisterung ganz klar und gibt auch Licht. Das leuchtet wie die Sonne. Such diesen inneren Platz, diese inneren Sonne, dann fühlst du dich sicher. Dann schauen wir an, wie kommst du zum Leichtigkeit? Und das ist die Luftelement. Die erste Karte bedeutet dein Stolz. Bewahre deine stolze Haltung. Wenn jemand dich verletzt, dann zeigst du bitte Rücken. Du musst dich da nicht aufhalten, einfach weitergehen, ohne Stress. Mit diesem stolzen Bewegung elegant verlässt du den Raum. Die zweite Karte bedeutet die karmischen Erfahrungen. Dieser Tunnel zeigt die Karma. Hier in diesem Lebensweg, all das, was du erlebt hast, auch in deiner Kindheit, hast du karmische Themen. Und jetzt gehst du durch diesen Tunnel und schaust die Licht an. Und das ist die Sonne. Und die Sonne beleuchtet deinen Lebensweg. Und du bist ein paar Stunden nach Vollmond geboren. In indischen Astrologie heißt es, die Vollmondgeborenen haben Glück, weil wird das Lebensweg beleuchtet. Also gehst durch den Tunnel mit diesem Licht. Und das außenrum grau ist, das ist die Angst. Und das sollst du von deinem Leben aussortieren. Die Angst loslassen. Was gibt dir Leichtigkeit? Eine Aufgabe. Ich würde sagen, eine Hausaufgabe. Du hast hier eine Hausaufgabe. Dein ganzes Leben fühlt sich so an wie ein Eisberg. Und du versuchst da festzuhalten, kannst aber nicht, weil das rutscht weg. Es ist kein Halt da, wo du dich klammern kannst. Aber was kannst du verbessern?
damit du hier in diesem Eisberg nicht runterrutscht. Die Eis besteht aus Wasser. Und was können wir tun, damit diese Eis flüssig wird? Brauchen wir die Wärme. Brauchen wir die Wärme, die Hitze. Dann schmelzt dieser Eisberg und dann kannst du schwimmen. Und dann kommst du zur Leichtigkeit. Dann schauen wir die Feuerelemente an, weil das, was dir als nächstes hilft. Hier machst du einen Spaziergang und schaust immer nach vorne. Was du aber nicht siehst, diese Fenster, und da brennt die Feuer. Das ist dein Zuhause. Und was du tun kannst, hier mal anhalten und diese Tür öffnen. Das ist die Wahrnehmung. Wenn du Chancen hast im Leben, Chancen, Möglichkeiten, wo du diese Herzenswärme verspürst, auch in die liebe Partnerschaft, aber auch bei Freundschaften, dann halte für einen Moment an und klopf an. Darf ich bitte rein? Und diese Tür öffnet sich, weil das ist für dich bestimmt. Und da findest du die Feuer, die Wärme. Und dann kommt die Vertrauen dazu, der Mann kommt entgegen, auch wieder die Feuerelement, das leuchtet alles auf. Er kommt entgegen und wohin führt das? Das ist die Liebe, das erwartet dich. Und jetzt kommt das Schwierigste, unseren Gefühlen im Griff zu bekommen. Das Erste, was du tun kannst, wenn du in die Spiegel schaust, jeden Morgen, dann sagst, wow, heute siehst du aber super toll aus. Wow, heute habe ich so eine tolle Ausstrahlung. Mein Auge leuchtet so. Sei mit dir, auch mit deinem Aussehen zufrieden. Diese Frau schaut im Spiegel und verbittert. Findet sich krank oder findet sich unattraktiv, wie auch immer. Du sollst aber dieses Spiegel verändern. Und im Spiegel liegt man noch etwas hier. Mond, ein Bezug zum Mond. Und Mond symbolisiert unsere Träume, unsere Visionen, aber auch unserem Unbewussten. Und wenn du die innere Schönheit auch entdeckst, das Schöne in dir, das Schöne in Natur, und kommst zu dieser Fröhlichkeit, weil du dafür offen bist, zu dieser Schönheit. Und das hast du auch, weil du hast die karmischen Erfahrungen im Waage und das ist die Schönheit. Dann kommst du im Glanz. Dann achte noch auf deine Gefühle, diese Traurigkeit, immer diese Warten und Warten. Und diese Traurigkeit, oh, ich fühle mich verlassen. Natürlich hast du das erlebt, auch in Kindheit, jetzt bei dieser Beziehung. Und dieses Gefühl ist geblieben. Aber nicht die Traurigkeit verspüren bei diesen Lebenserfahrungen, sondern verstehen, aha, das war für mich wichtig, für meine Seele war das wichtig, weil so komme ich zu mir selbst etwas näher. Und jetzt kommt meine Stärke. Und die mediale Botschaft war, in deinem Inneren bist du sehr stark. Und diese Kraft ist verschlossen. Aber wenn du das öffnest, diese Kraft, mit dieser Kraft erreichst du alles in dein Leben. Und die Liebe erwartet dich auch. Also raus aus dieser Traurigkeit. Und die Zahl 4 verbittert auch etwas. Sicherheit, Stabilität, Struktur. Und das ist eine Wandlung. Das ist die Kundalini-Energie, diese Schlangenenergie. Und von diesen Schlangen gibt es immer 2. Die eine zieht alles nach unten. Und das sind mit Gefühlen verbunden wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl,
all diese Ängste zieht die Energie nach unten. Man fühlt man sich dann beängstigt. Die Energiefeld ist auch grau und ganz eng. Die Frequenz ist ganz tief. Und die zweite Schlange, und das ist nichts anderes als eine Wandlung, wie eine neue Haut schlüpfen, ein Neugeburt. Angstfrei geht die Energie sofort nach unten. Und hier ist die Sonne, das ist die Glanz, das ist Gold. Und hier ist die Mond, das ist Silber. Und das sind Werte. Und dann stehst du auch zu deinen eigenen Werten, mit diesem inneren Ruhe, mit diesem inneren Kraft. Liebe Mieloria, das war diese Legung der Tanz der Schamanen. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.